Willst du jetzt schon wissen, wie wir uns im Jahr 2050 ernähren? Willst du die optimale Ernährung für dich kennenlernen? Unglaubliche Fakten kennenlernen, warum du lieber Schokolade statt Getreide essen solltest und ob und wie du Fleisch als Veganer essen kannst? Bist du dir nicht sicher, ob Soja gut oder schlecht für dich ist? Hast du Probleme mit der derzeitigen Ernährung? Vielleicht Blähungen? Gefällt dir deine Figur nicht oder bist du oft müde? Willst du auf das nächste Level aufsteigen? Wenn nein, dann schalte jetzt ab. Wenn aber ja, dann hole dir Mr. Brokkolis neuestes Werk, Vegan Transformation. Bestelle jetzt vor unter vegan-athletes.com/buch oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ausgeliefert wird das Buch ab dem 28.02.2019. Hallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast. Die folgende Episode ist aus unserem wöchentlichen Facebook-Livestream. Sehe dir das Video auch auf Christian Wenzels Facebook-Profil an und stelle ihm deine Fragen und nehme auch du am Gewinnspiel teil. Viel Spaß! Wow, schaut mal hier, warum bei sowas mein Herz aufgeht, wie du dieses Buch heute gewinnen kannst, warum ich einige Veganer überhaupt nicht mag und was dich in dieser Vegan Transformation Week erwartet, das alles erfährst du jetzt. Hallihallo, ist ja dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, mir geht es natürlich hervorragend, frisch gekommen hier aus dem Training. Und was erwartet mich hier? Meine ausgewachsenen, ja, du hast richtig gesehen, Weizengraskolonie. Und so wie du mich kennst hier, kann ich dir ja hier wirklich so aus dem Stegreif essen. Und was ich dir heute aber zeigen will, ist nicht, wie du Weizen, Gersten oder Dinkelgras isst, sondern wie du natürlich deine eigene vegane Transformation erreichst. Und jeden Tag gehe ich live und jeden Tag gibt es ein Buch geschenkt und nicht nur das hier, das gibt es heute, Echte Bullen fressen Gras von Marco Congia, eines meiner Buddies, meiner veganen Buddies. Das Buch kannst du hier gewinnen, unter anderem führt er hier die Lupine auf, warum die so eine gut verträgliche und alternative Eiweißquelle ist. Und es gibt eben noch mega, mega viele Tipps, super schöne Bilder. Ein richtig, richtig, richtig tolles Buch. Wie gesagt, wenn du das Video hier teilst, gewinnst du das Buch und morgen gibt es ein weiteres Buch. Worum geht es mir in diesem Video? Ich möchte dir diese Woche mal aufzeigen, wie du mit Hilfe von veganer Ernährung deinen Körper, aber nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist und deine Seele transformierst. Und wenn du magst, wenn dir das gefällt, hinterlass gerne mal ein Like. Und wie gesagt, wenn du das Buch gewinnen möchtest, dann teile das Video einfach. Eins ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ja einige Veganer da draußen sehr, sehr dogmatisch unterwegs sind und alles verteufeln, was nicht irgendwie rein pflanzlich ist und bei 2 und 3 auf den Bäumen ist. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte quasi in dieser veganen Transformationswoche dir am Ende der Woche eine riesen, riesen Überraschung geben. Da wird einiges richtig Krasses kommen und darauf kannst du sehr, sehr gespannt sein. Und auf der anderen Seite möchte ich dir aufzeigen, wie du beispielsweise weiterhin als Veganer ja sogar Fleisch essen kannst. Also das wird ein ganz, ganz großes Thema werden, erst nächste Woche. Ja, und diese Woche ist mir mal ganz, ganz wichtig, dass du verschiedene Zusammenhänge verstehst, die einen Veganer ausmachen sozusagen. Und eines davon ist eben, dass er weiß, dass die Ernährung pflanzenbasiert sein darf und dass ein riesen Respekt gegenüber Tieren da sein darf. Erstmal schönen guten Morgen, lieber Finn, schönen guten Morgen, lieber Andrea, schön, dass ihr da seid. Wie gut geht's euch? Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und was euch, sage ich mal, interessiert, wie ihr eine Transformation gut hinbekommt oder ob ihr vielleicht sogar schon vegan seid, das würde mich natürlich mega, mega interessieren. Dass die Ernährung pflanzenbasiert sein darf, das ist eben sehr, sehr wichtig und das sagt eben Marco Conk ja hier eben auch sehr, sehr schön im Buch, denn echte Bullen fressen eben Gras, so wie ich hier gerade Weizengras gefuttert habe, ist doch ganz klar, dass die größten und stärksten Tiere der Welt hauptsächlich
grünes Futter essen. Ja? Und das sollte uns doch mal bewusst sein, wie wichtig ja, diese Greens hier eben auch sind für unser Wohlbefinden. Da sprechen wir über Chlorophyll. Das werden wir aber die nächsten Tage nochmal näher behandeln, denn Chlorophyll ist unserem Blut sehr, sehr ähnlich. Und was es für den Körper Gutes ausmacht, das erfährst du in einem der nächsten Videos. Und mit veganer Ernährung kannst du sogar Rehabilitation, also du kannst wieder gesund werden sozusagen, was nochmal ganz, ganz wichtig ist. Und in diesem Buch hier hast du natürlich ganz viele Ernährungspläne. Du hast super geile Rezepte. Ja, also das ist wirklich ein fantastisches Buch. Ich schicke es dir komplett gratis und frei zu. Einfach dieses Video teilen und dann ja, kriegst du das von mir. Dann lose ich natürlich jemanden aus. Und wenn du es heute nicht schaffst, kriegst du morgen die weitere Chance auf ein weiteres Buch. Also bleib auf jeden Fall dran hier im Kanal. Stell mir deine Fragen, die dich zur veganen Ernährung interessieren. Und ja, jetzt möchte ich dir noch ein paar Insights geben. Warum ich zum Beispiel jeden Tag grünes Futter esse. Und das hängt unter anderem mit dem Chlorophyll zusammen. Und das ist was in unserer heutigen Gesellschaft leider, leider viel zu wenig da kommt. Die grünen Pflanzen, die grünen Wildkräuter eben auch, mit denen wir früher sehr, sehr viel gearbeitet haben, die werden heutzutage sehr, sehr oft durch, ja, teilweise sogar genmanipuliertes Gemüse ersetzt. Und deshalb bin ich auch einer der Verfechter, der sehr, sehr oft sagt, Gemüse ist ein teurer Luxus. Ich liebe mein Brokkoli, das gebe ich auch ehrlich zu, und das ist mein Luxus, den ich mir täglich gönne. Aber du musst dir eben bewusst sein, dass Gemüse lange nicht mehr diese wertvollen Inhaltsstoffe enthält, außer du holst die natürlich vom Bauern, der eben auch noch ja, zum Beispiel nach Permakultur anbaut oder der, sag mal, wirklich agrarbiodynamisch anbaut und wo die Böden noch voller Mineralstoffe sind. Ansonsten solltest du eher zu Wildkräuter und zu grünem Blattgemüse greifen. Und da geht zum Beispiel mal in den Türken rein. Also in ein türkisches Geschäft, da habe ich heute auch eine Instagram-Story gemacht, da kannst du gerne mal rein switchen in die Instagram-Story, wie viel grüne Sachen die da zur Auswahl sind, Löwenzahn, Rapa, teilweise die Koriander, Petersilie, ja, das ganze Schnittlauch, dieses ganze tiefgrüne Wurzelgemüse eben auch. Und das bringt deinem Körper Chlorophyll, das bringt deinem Körper diese Lichtenergie, und die brauchen wir eben. Ich habe ja auch schon das Video zum Selleriesaft gemacht. Schau das auf jeden Fall an. Und da ist ja eben auch klar, wie gut dir dieses grüne Gemüse eben auch hilft. Ja, Andrea, schön, dass dir fantastisch geht. Finn, dir auch. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, einfach kurz das Video teilen. Das Teilen geht immer bis 24 Uhr am selben Tag. Danach wird es ausgelost und derjenige bekommt ein Buch. Und wenn du morgen wieder einschaltest, bekommst du die Chance auf ein weiteres Buch oder ein weiteres Geschenk. Da kannst du dich schon drauf freuen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt heute mal wieder: Stay healthy, stay vegan, eat your Brokkoli natürlich, aber auch vor allem dein grünes Gemüse. Und wenn du Lust hast, zieh dir mal deine eigenen, ja, zieh dir mal dein eigenes Weizengras. Es ist so mega, mega einfach. Und es enthält das beste Chlorophyll aller Zeiten. In diesem Sinne, vergiss nie, du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles, alles Liebe. Dein Christian. Unsere Mission ist es, dass du in Topform bist. Gesundheitlich, körperlich und mental. Dafür haben wir unser Vegan Starter System entwickelt. Damit kannst du abnehmen und noch dazu besser aussehen und musst auf nichts verzichten. Garantiert. Lade dir jetzt dein kostenfreies 8-tägiges Vegan Starter System unter www.vegan-athletes.com/vegan-start.